In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen schönen Blumenanhänger machen könnt. Der eignet sich sehr gut als Schlüsselanhänger. Und das mögt ihr den Lumen, den Haken, die Bänder in der Farben und die Bänder in den Farben eurer Wahl. Bevor ihr anfangt, den Lumen zu bespannen, achtet darauf, dass der rote Pfeil von euch wegschaut. So, dann nehmt ihr euer erstes Band. So, hier unten und spannt es so hinauf. Nächstes Band, nach vorne. Und hier wieder in die Mitte, so. Nächstes Band. So. So hinauf. Und schließt das jetzt. So. So ein kleines Dreieck, Achteck entsteht. So. Jetzt nehmt ihr euch eure nächste Farbe. Das ist das Innere der Blume. So, also so. Und nach oben. So. So wichtig ist die gleiche Reihenfolge, also immer die Reihenfolge hat, so im Uhrzeigersinn. Hier unten. Das ist sehr wichtig. Hier und hier, so. Jetzt seht ihr noch ein einzelnes von dieser Farbe. Macht eine 8, also so eine 8. Gibt es auf die Finger, so, dass die zwei Ringe entstehen. Und gebt das hier in die Mitte. Lasst es los. So, jetzt nehmt ihr die Farbe, die ihr für außen haben möchtet. Ich nehme hier Bordeaux. So. Auch so rum. Dieser Seite auch. Wieder bis hier oben. So. Hier auch. So. Jetzt dreht ihr den Lumen um. So, dass der rote Pfeil zu euch schaut. Jetzt lohnt ihr das. Ihr drückt, fängt hier an, ihr drückt die Bänder, die ihr raufgegeben habt, das Ringe zurück. Nur durch das oberste. Das gehört zu diesem und gebt es drauf. So, drückt dieses wieder weg. Und tut euch dieses hier und gebt es auch. Immer das oberste. Hier auch. Vorne. Auch. Das weg. So. Ups. So, jetzt dreht ihr wieder weg. Holt euch dieses und gebt es hinauf. Könnt ihr einfach so nehmen und gebt es hier vorne hin. So, jetzt drückt ihr hier, loomt ihr das, also jetzt drückt ihr alle Bänder weg und holt euch das vorletzte. Das gehört zu dem linken. So. So, jetzt gebt ihr das so hier hin. Diese könnt ihr ignorieren. So, jetzt rückt ihr wieder alle weg und holt euch das unterste. Jetzt gebt ihr das hier hin. So. So. Wieder das unterste. So, jetzt rückt ihr das raus und gebt es nach vorne. Hier auch. Das untere rausholen und nach vorne. Könnt ihr sicher sein, dass es richtig ist, wenn nur ein Tropfen entsteht. Das macht ihr hier auch. Fahrt rein. Untere raus, gibt es nach vorne und hier auch. So, dann nehmt ihr ein einzelnes Gummiband, fahrt hier durch, so dass ihr alle Bänder drauf habt und zieht es so hindurch. So, es gibt ja auch das andere Ende auf den Haken, so. Jetzt nehmt ihr das hintere und gebt es über das vordere und zieht es schön fest. Passt aber auf, dass es nicht reißt, jetzt habt ihr hier eine Schlaufe. Das könnt ihr auch schon abziehen. Dafür löst ihr es einfach. So. Jetzt könnt ihr es noch ein wenig zurechtzippeln. So. Und fertig ist euer Rainbow Loom Blumenschlüsselanhänger. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich auf Daumen hoch freuen und wünsche euch noch viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!